Shalom, ihr Lieben. Jetzt wollen wir unsere letzte Lektion von Grund- oder Basiskurs angehen heute. Und zum Schluss wollen wir darüber sprechen, wie wir das machen beim Anfang und das Ende. Jeder Faden hat einen Anfang und jedes hat ein Ende. Das ist die Frage, wie wollen wir das verarbeiten? Man kann einen Knoten machen, aber ich mag keine Knoten, zumal ich erst deswegen schon, weil ich nicht gerne mag, wenn ich dann unterwegs bin, quilten und in einem Knoten steche, was vorher gemacht worden ist. Das finde ich sehr lästig. Und nochmal dazu ist, wenn ihr jemals eure Quilts in einen Wettbewerb einreichen möchtet, dann sind Knoten Minuspunkte, besonders bei den internationalen Wettbewerben. Und ich möchte euch zeigen, wie das geht ohne Knoten. Wie ihr es macht, ist eure Sache. Aber dann wisst ihr wenigstens, wie das geht. So, wenn wir hier anfangen, in der ersten Richtung, steche ich unter die markierte Linie, gerade so unter die Oberfläche und bleibe genau unter die Linie, was ich jetzt quilten will. Ziehe den Faden durch, lasse aber mindestens so 10 cm frei. Oder besser gesagt, was ich nicht einziehe. Dann fange ich an zu quilten wie üblich. Das ist wieder die erste Richtung, wie ihr seht. Immer alle Fäden gut sortieren, damit sie nicht stören. So. Und jetzt genau auf der Linie quilten, wie immer, mit der Hoffnung, dass ich den Faden erwische mit der Nadel. So, jetzt bin ich da angekommen, wo ich eingestochen bin. Ich ziehe an dem Faden. Wenn er sich nicht mehr bewegt, weiß ich, dass ich ihn erwischt habe. Dann kann ich die Nadel rausziehen und den extra Faden jetzt abschneiden. Hätte ich es aber nicht erwischt, würde ich das jetzt hängen lassen, um es nachher zu vernähen. Ich vernähe das dann so, wie der Schluss sowieso gemacht wird. Und dazu kommen wir noch. Wir kommen immer wieder an Stellen, wo wir entweder unterbrechen müssen oder springen, was keine gute Idee ist, dass man einfach unter die Oberfläche springt, weil es sehr leicht ist, die beiden Stellen, wo man angefangen hat und wo man rausgekommen ist, zusammengezogen wird. Und das will man nun gar nicht. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, das zu überbrücken. Und zwar, indem ich die Nadel neben der Linie, wo ich sozusagen wandern will, ich möchte von dieser Linie zu der Linie wandern. Die Nadel aber nicht rausziehe, sondern sie jetzt drehe. Und rückwärts auf die andere Seite von dem schon gequilteten rauskommen. Da brauche ich immer ein bisschen Hilfe hier mit dem Nagel, damit ich die Fäden helfe, Platz zu machen für das Nadelöhr. Ziehe das wieder raus. Aber nur, dass ich auf die andere Seite vom jetzt gequilteten bin mit der Spitze. Und so gehe ich hin und her zwischen den Stichen. Bis ich da lande, wo ich weiter quilten kann. So, und jetzt bin ich angekommen. Der Faden liegt jetzt unter dem schon gequilteten. Es wird niemals sichtbar, nicht mal wenn man es durchleuchtet. Und es wird auch nicht ziehen. Nun kann ich weiter quilten.
und meine letzte Linie fertig machen. So, angekommen. Und jetzt wird das vernäht nach dem gleichen Prinzip, wie ich jetzt hier gewandert bin, indem ich die Nadel zur Seite rausschiebe, aber nicht rausziehe. Sie drehe, dass ich rückwärts auf die andere Seite rauskomme. Und das mindestens 4 Stiche von dem Gequilteten übersprungen habe und dann in einem Stich wieder rauskommen. Genau da, wo der Stich ist. Und jetzt mit einem ganz winzigen kleinen Rückstich zum nächsten Stich gehen. Uns abschneiden. Fertig ohne Knoten. So, das nächste Problem, was wir behandeln wollen, ist, wie quilte ich über dicke Nähte? Und ich habe hier ganz viele Nähte. Und beim Designen dieses Quilts haben wir wenig darauf geachtet, ob wir in der Nähe von das Muster, wie das liegt, ob das kreuz und quer über Nähte geht. Und hier haben wir ein prachtvolles Exemplar, wie 4 Nähte genau aufeinander stoßen und das Quiltmuster genau 4-mal über diese Stelle muss. Nun will ich euch zeigen, wie das geht. So, jetzt sind wir an dieser super dicken Stelle. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ein Technik, die nennen wir Stabbing, weil das ist das englische Wort für Abstechen. Und es hat Ähnlichkeiten. Wir wechseln jetzt die Hände. Weg mit den Werkzeugen. Wir müssen wirklich jetzt durch diese dicke Naht stabben, abstechen. Die rechte Hand geht drunter. Ich steche genau darunter, wo der nächste Stich sein soll. Jetzt fange ich. Ich zeige es hier bei der zweiten Nadel, damit Sie sehen können, was passiert. Ich fange die Nadel zwischen Daumen und Zeigefinger ab. Jetzt mit diesem kleinen Finger, ehe ich die Nadel bewege, fixiere ich diesen kleinen Finger unten am Quilt, damit die Hand an der genau die richtige Stelle bleibt, wo das die Nadel abgefangen hat. Das hilft einfach, die Orientierung nicht zu sehr verlieren, wenn man wieder die Stelle sucht, um wieder zurückzukommen. So, ob man das sehen kann, weiß ich nicht. Aber hier ist mein kleiner Finger. Ich schiebe die Nadel durch und jetzt kann ich die Nadel umdrehen, indem ich mit dem Mittelfinger, mit der Hilfe des Mittelfingers, drehe ich die Nadel um. Der kleine Finger bleibt hier. Ich kann relativ leicht die richtige Stelle finden, um wieder hochzukommen. Nächster Stich genau so zwischendurch kann ich ja, ist die Hand wieder frei. Ich zeige aber nochmal, wenn die Nadel runterkommt und ich das so halte, dieser Finger fixiert ist, dann kann ich mit diesem Finger die Nadel umdrehen. Aber die Hand bleibt stabil und ich kann wieder die Stelle nach oben finden. So, das machen wir jetzt noch einmal. Nadel ist unten, ich kann sie fassen. Der Finger bleibt hier zur Stabilisierung. Ich drehe die Nadel um und finde relativ schnell die Stelle zum Weitermachen. Und das funktioniert sehr gut für diejenigen, die viel sticken, werdet ihr sagen, na, das kann ich schon lange, das ist doch gut. Aber nicht jeder hat die Erfahrung gemacht. Und es ist nicht schwierig, das ist ein bisschen mühsam, aber das ist eine wunderbare Möglichkeit, dass die Stiche oben wirklich gleich bleiben können. Das will man ja. So, das war es jetzt für diese Einzelheiten, die wichtig sind, schon von vornherein zu wissen.
Und trotzdem gibt es sehr viele offene Fragen. Und bitte, fühlt euch frei, in den Kommentar oder Fragen zu stellen. Wir werden versuchen, sie zu beantworten, entweder schriftlich oder vielleicht auch in einem kurzen Video oder sowas. Aber wir sind sehr froh, um eure Probleme zu hören und sehen, um euch zu helfen, das zu erreichen, was ihr machen wollt. Nun, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert, damit ihr dranbleiben könnt, oder auch auf die Glocke, damit ihr informiert seid, was zunächst kommt. Und wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Und nicht vergessen, Quilten verbindet mehr als drei Lagen Stoff.